Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du mit dabei bist. Bei uns dreht sich heute alles um bewusste Sexualität und Selbstliebe. Warum ist Sexualität eigentlich so wichtig in einer Beziehung und vor allem, warum fällt es uns heute so schwer, darüber zu reden? Dafür habe ich einen Spezialisten bei mir aus Berlin, Frank Fies. Ich wünsche euch viel Spaß im Interview. Hallo Frank, ich begrüße dich in Dresden. Schön, dass du bei uns bist. Hey Jana, schön, dass ich hier sein darf als dein Gast. Sehr, sehr gerne. Wir haben heute ein großes Thema, der Umgang mit würdevoller Sexualität und Selbstliebe in einer Beziehung. Zu Anfang eine ganz, ganz große Frage. Wie wichtig ist denn Sexualität in einer Beziehung? Naja, es ist ja in den einzelnen Lebensphasen der Menschen. Ich bin ja jetzt auch selber, habe ich ja viel erlebt. Ich war Lehrer für viele tausende Menschen. Ich habe selber viele hunderte Beziehungen in allen Formen gehabt. Das heißt, es lässt sich natürlich nicht so pauschal beantworten, sondern Sexualität natürlich hat für einen jüngeren Menschen, einen jüngeren Mann, eine jüngere Frau natürlich oft eine andere Bedeutung, als wenn jetzt jemand 55, 60, 65, 70, 75 oder 80 ist. Das ist klar. Und ich habe ja als junger Kerl angefangen, Ende meiner 20er Jahre, damals die wilde Zeit in West-Berlin, da ging es natürlich hoch her. Und dann habe ich so viele verschiedene Dinge gelernt. Und heute, wenn ich dir von meinem Standpunkt heute antworten darf, dann ist es eingebettet, Sexualität in die verschiedenen Fähigkeiten eines Menschen, also Beziehungsfähigkeit, Emotionalität, Intimität herstellen, aber auch Kommunikation ist enorm wichtig und natürlich auch Körperlichkeit. Und es ist ja etwas, wo ein Mensch eine Balance finden kann. Ein Teil wird wie ein Ochse am Nasenring durch die Manege der Gier geführt, werden wir später sicher drüber reden. Mhm. Andere haben vielleicht Frustration, weil sie mehrere Enttäuschungen oder schmerzhafte Erlebnisse hatten. Und eine gesunde, selbstbestimmte, würdevolle Form zu finden, also einen stimmigen Selbstausdruck, hat natürlich mit der Fähigkeit zu tun, jetzt nicht unbedingt, was machen die anderen und was sagt der oder diese Sichtweise oder die, sondern zunächst mal uns selber zu lieben, so wie wir sind, also Selbstliebe als Grundlage und dann zu sehen, wie kann ich auch Kompetenz, Wissen, Weisheit erwerben, was zu mir passt, was nicht jetzt abstrakt ist, ich renne jetzt dieser Theorie nach, sondern wo ich merke, hey, das passt zu mir, das passt zu meinen Werten und meiner Ethik. Also so, insofern ändert sich das nach meiner Erfahrung in den Lebensphasen. Das hängt davon ab, wie viele Partner hatte jemand, wie sehr ist jemand an immer neuen Begegnungen interessiert. Das hängt von so vielen Dingen ab. Mhm. Für mich ist Sexualität eines der 4, 5 wichtigsten Themen in einem Menschenleben, was gelebt werden möchte. Mhm. So sehe ich es heute. Das heißt, quasi diese würdevolle Sexualität kommt wirklich erst mit dem Alter? Ist natürlich auch verkürzt. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe ja auch mit vielen tausenden Männern in meinem Männertraining im Kreis der Männer gearbeitet. Darüber ging ja auch mein erstes Buch. Da habe ich ja Männer aus allen Schichten von 18 bis 82 erlebt. Hm. Und es hat schon etwas mit Lebenserfahrung zu tun und auch eine gewisse Vielfalt an Erlebnissen, vielleicht auch an Beziehungen, muss aber nicht sein. Man kann auch mit 1, 2, 3 Menschen ganz viel erleben. Auf jeden Fall hat es was mit Erfahrung zu tun. Es ist ja eine sehr starke Energie, zusammen mit unserer spirituellen Energie, sicher die stärkste. Mhm. Und da unsere Kultur ja, sagen wir mal, außer jetzt ein bisschen Sexualkundeunterricht, recht wenig zu bieten hat an wirklicher Kultur an Menschen, das in einem freiwilligen Rahmen nahezubringen, ist natürlich die Pornoindustrie heute, die sehr viele Menschen beeinflusst, gibt auch immer noch sehr viele Ängste, also die ganze Verklemmtheit, die wir ja in den 70er, 80er Jahren auch alle versucht haben abzuwerfen, viele, die damals für eine freie Sexualität sich engagiert haben. Und so hat es natürlich ein Stück weit mit Lebenserfahrung zu tun. Ich sehe das an meinem Sohn, der ist jetzt 22 und wir haben ein tolles Verhältnis, wir reden über alles. Und wenn ich dann so höre, wenn er dann so wieder auf in Anführungszeichen, auf die Jagd geht, also das geht ja heute dann in den Techno-Club und so, ungefähr alles, was im Moment nicht geht, was für ihn und die jungen Leute auch wirklich schwer ist, dann sehe ich einfach, wie sehr sein Selbstwert an dem Erfolg in Sexualität
junge Frauen kennenzulernen geknüpft ist. Und das ist ja, das ist ja die Konditionierung, mindestens für viele Männer. Das ist ja direkt der Selbstwert daran gekoppelt, geht die Frau mit mir ins Bett, habe ich Erfolg. Und für Frauen ist es letztendlich ein bisschen komplexer, weil ja eine Frau lässt einen Mann in sich rein. Das braucht natürlich, ist nochmal eine andere Intimität, das ist ein tiefes Vertrauen. Selbst wenn es nur ein One-Night-Stand ist, dann muss die Frau trotzdem einigermaßen sicher sein, will ich das mit dem erleben. Pauschalisiert ausgedrückt sind da viele Männer jetzt nicht ganz so wählerisch, weil sie einfach, sagen wir mal, ihr wundervolles Zauberwerkzeug eben außen haben und wollen das zu der Frau bringen, und die Frau lässt den Mann hinein, was ja, wie gesagt, die kommt ja dann der Mann bis in ihre Körper, tiefstes Innerstes, und das ist halt schon mal ein gewisser Unterschied. So, und am Ende gesagt, also es braucht einfach Erfahrung, es ist eine sehr starke Energie, die wir auch mit Liebe, mit Bewusstsein verbinden können, was aber normalerweise erst durch eine gewisse Erfahrung über die Menschen überhaupt interessiert. Zunächst mal ist es ein starker Trieb in der Pubertät und dann die Jahre da bis 20 und darüber hinaus. Und dann kommt auch oft, wenn die Menschen merken, nur Sex, nur Stellung, Sexualathletik oder so, ist dann irgendwann auch hohl. Das hat, die haben die meisten erlebt, die sehr viel Sex hatten, dass irgendwann ist die Frage, ja und jetzt? So. Ja. Warum ist der Schlüssel zur Heilung in der Sexualität vom Innehalten, in Kontakt bleiben und fühlen? Warum ist das gerade für die Frau so wichtig? Naja, die Frau ist ja vom Prinzip her Wasser, also Gefühl, Liebe und Erde. Durch ihren Zyklus ist sie mit der Erde verbunden und mit dem Mond. Und das heißt, ich habe ja schon gesagt, die Frau lässt den Mann in sich hinein. Das ist ja schon mal, sie wird tief innen berührt. Ja, so, das ist das Erste. Und die Frau steht natürlich vom Prinzip her für Gefühl, für Herz, für Liebe. Und der Mann steht vom Prinzip her für Feuer, Luft und Himmel, also für Geist. Das heißt, der Mann hat Gedanken, hat Ideen, hat Vorstellungen, was die Frau natürlich auch hat. Aber der Mann ist das Prinzip Geist, Bewusstsein. Und deshalb haben ja die Männer die Ideen und wollen immer die großen Projekte in der Geschichte der Menschheit. Und das haben natürlich Frauen alles auch, aber Frauen sind trotzdem eher auch innen, in ihrem Verbundenheit mit ihrem Herzen, ihrem Gefühl. Warum? Eine Frau hat hier ihre Wölbungen, jede Frau, und möchte von hier ihre Liebe geben. Das heißt, die Frau ist das Prinzip Liebe und möchte ihre Liebe, auch ihr Gefühl, also die Augen, das Herz und die Genitalien sind verbunden. Und die Frau möchte jetzt nicht normalerweise mit jedem Sex haben, sondern sie will gesehen werden, sie will dann die einzige Königin sein, sie will sich gemeint fühlen, so sagen das viele Frauen zu mir. Und dann kann sich ihr Herz öffnen und auch ihr Schoß wird dann feucht. Und wenn jetzt keine größeren Streitereien da sind, dann kann das eine schöne Erfahrung werden. Beim Mann ist es genau umgekehrt. Der Mann hat hier seine Wölbung in seinem Lingam, wie wir sagen, Penis, Lichtstab. Und da will er anerkannt werden und dann kann er sein Herz öffnen. Und das ist in Kurzform der Streit seit vielen Jahrhunderten zwischen Frauen und Männern, dass die Männer natürlich hier ihren Sex geben wollen und ihrem Drang, der ja gut ist, ausdrücken wollen und zu der Frau kommen. Und die Frau will das ja auch, wenn sie mit dem Mann zusammen sein will, aber sie ist eben Liebe, sie ist im Herzen gebend und deshalb will sie ihrem Mann auch, dem Mann, also ihrem Geliebten dann, auch ihre Liebe geben und sie will gesehen und gefühlt werden und dann kann sich ihr Schoß öffnen. Der Mann will natürlich auch gesehen und gefühlt werden. Trotzdem, wenn der Mann hier angenommen wird, auch als männliches Wesen, auch als kraftvoller, begehrenswerter Mann und auch seine Erektion wird angenommen oder auch keine Erektion, dann spürt der Mann, wow, ich fühle mich angenommen. Und bei der Frau ist es, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln, genau umgekehrt. Die Frau will gesehen werden, hier gefühlt und dann geht die Energie nach unten. Der Mann will hier angenommen werden, dann geht die Energie nach oben in sein Herz. Mhm. Und das ist etwas, was wir dringend in unseren Schulen, Universitäten und an anderen Orten den Menschen beibringen müssen, weil vieles, was Leid gerade in längeren Beziehungen verursacht, wenn so die erste
heiße Energie nicht mehr so stark da ist oder sind Kinder da, hat mit dem wenigen Wissen über die energetische Verbundenheit und Ladung der Frauen und der Männer zu tun, wenn wir Mann-Frau reden, und auch über anatomische Dinge, da werden wir vielleicht nachher noch sprechen. Mhm. So. Mhm. Ja, ich glaube, Frauen brauchen eben auch diese Sicherheit, ne, das Gefühl der Sicherheit. Du hast es gerade schon angesprochen, nach deiner Definition ist Sex dann heilig, wenn er einzigartig ist, wenn er verbunden ist, wenn er ganz und auch heilsam ist. Und du hast auch gerade eben gesprochen von diesem heiligen Kreis. Vielleicht können wir da noch mal genau drauf eingehen, wie dieser heilige Kreis genau beim Sex funktioniert. Mhm. Ja, das ist schön. Schau, bevor die heutigen Religionen, die jetzt auf der Erde sind, auftauchten, gab es ganz verschiedene Weisheitskulturen, die alle, einfach ausgedrückt, sich ihrer Heiligkeit, ihrer Göttlichkeit, also jetzt Gott nicht im Sinne der Kirche, sondern Gott, die Göttin, im Sinne von höchster Weisheit, höchster Liebe. Diese Menschen wussten, sie sind kosmische, göttliche Wesen. Und sie waren sich vollkommen ihrer Göttlichkeit, ihrer Heiligkeit im Sinne von höchster Liebe, höchster Weisheit bewusst. Mhm. Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, auch die Tiere, so wie es in Wahrheit auch ist. Alles ist vom göttlichen Funken beseelt. Und wenn dieser, wie wir gesagt haben, Lichtkreis schwächer wurde, dann war ihre, und Religion kommt ja von Religio, und Religio heißt ja nun mal Rückverbindung. Wenn der Lichtkreis schwächer wurde, also das Bewusstsein ihrer Göttlichkeit, dann haben sie sich angeschaut, sie haben sich verbunden, sie haben sich hier verbunden und sie haben sich im Schoß verbunden. Und das war ihre Praxis für lange Zeit, die Verbindung von Schoß. In meiner Arbeit heißt ja das weibliche Genital Yoni, heiliger Ort. Und der männliche Penis heißt Lichtstab. Also hier haben sie sich vereinigt, Yoni und Lingam, heiliger Ort, also Yang und Yin. Hier im Herzen hat die Frau ihrem König ihre Liebe gegeben. Der König hat die Liebe in sich aufgenommen. Sein Herz war noch nicht wie in der patriarchalen Zeit verpanzert und die ganze Energie war in der Birne oder im Schwanz oder abgespaltet, sondern er konnte ihre Liebe nehmen. Und dann ging die Liebe der Frau nach unten in seinen Penis, sein Lingam. Und dort gab er ihr seine Bewegungsenergie, seine Kraft, auch durchaus seine Erektion. Und sie hat es wieder aufgenommen, seine sexuelle Energie. In ihr stieg die Energie auf. Und hier, Herzbrüste, gab sie ihre Liebe. Und das war für lange Zeit in verschiedenen Weisheitskulturen dieser heilige Kreislauf, der Frauenherz, Männerherz, Männerschoß und Frauenschoß, also Lingam und Yoni vereinigt hat. Und manchmal in tiefer Meditation, zum Beispiel ich arbeite auch viel mit Paaren, wenn die Paare zum Beispiel im Paartraining das dann wieder erforschen, dann ist es für viele ja mind-blowing, dass sie einfach merken, oh wow, weil manche sind im Herzen ganz präsent, die sind mit ihrer Liebe gut verbunden, andere sind in ihrem Becken gut verbunden, aber bei vielen Menschen geht einfach hier wie so eine Trennung durch. Mhm. Und das wieder zu verbinden, jetzt nicht dogmatisch oder so, das ist jetzt wieder die neueste, sondern das sind einfach tiefe energetische Verbindungen, die sind bei jedem Menschen da. Und das wieder zu verbinden, zu heilen, dass das Herz und der Schoß und das Herz verbunden ist. Und dann auch mit der Seele über die Augen, manchmal beim Sex, wenn es ganz schön ist, dann weinen Menschen, weil sie einfach irgendwas in ihnen erinnert sich, dass Sex natürlich geil sein soll und lustvoll, aber Sex ist auch etwas Heilendes, Heiliges. Es verbindet uns mit dem kosmischen Raum, mit dem göttlichen Raum. Deshalb sind ja alle Menschen auf der Jagd nach Sex. Weil sie instinktiv spüren, da kann ich für ein paar Sekunden mein Leid, mein Hamsterrad, in dem wir ja fast jeden Tag gefangen sind, verlassen. Und ich komme wieder in diesen Glanz, wie wir uns manchmal nach dem Sex kurz mal im Spiegel anschauen im Bad. Dann sehen wir einfach, oh, wir sind jung, alles leuchtet, alles ist wieder in diesem Funkeln, in jeder Zelle. Und das wussten die alten Kulturen. Und deshalb hatten sie eine ganze Kultur von Ritualen, von Weisheit, diese Wesen zu fühlen. Was ist eine Frau? Wie sind die energetischen Kreisläufe in ihr? Wie ist es bei einem Mann? Wie berühre ich einen Mann? Wie berühre ich eine Frau? Dafür gab es einfach Wissen, Kultur und auch Praxis. So. Ja. Das hört sich echt schön an. Du hast ja schon gesagt, die Frau ist Liebe, der Mann ist Geist. Wie wichtig ist es, also wo fangen wir am besten an, um diese Energien wieder
aufzubauen? Kann ich das jetzt nur beim Sex oder kann ich die Energien auch selber wieder aufbauen? Ja, also zum Beispiel in meiner Arbeit oder Kolleginnen und Kollegen von mir geht es natürlich darum, sagen wir mal, der Körper hat 7 Segmente, also Füße, Beine, Becken ist das erste. Dann kommt das ganze Bauchsegment, um es mal einfach auszudrücken, dann kommt Zwerchfell, dann kommt der ganze Herzbereich, zu dem die Brüste gehören, Menschenherz, aber auch Seelenherz, was auch wenige Menschen wissen. Hier ist das elektromagnetische Lichtprinzip der Seele nahe dem physischen Herzen, was jede Situation als Gefühl und als Bild später aufzeichnet. Daraus entsteht der Lebensfilm des Menschen. Das heißt, hier wieder das alles öffnen, auch zur Seite, nach hinten. Zum Herzen gehören auch die Arme, die Hände, weil wir mit den Händen geben und empfangen. Dann kommt die Kehle, dann kommt das dritte Auge und die Krone. Und das kann ich natürlich alles selber üben. Also zum Beispiel als Mann, ich übe mit den Männern im Männertraining, sie atmen durch ihr Herz ein und sie atmen durch ihren Schwanz, ihren Lingam aus. Und die Frauen im Paartraining, die atmen natürlich durch ihren heiligen Ort, ihre Yoni, ihre Vagina ein. Mittlerer Hauptkanal entlang ihrer Wirbelsäule steigt die Energie nach oben und dann geben sie sie vom Herzen. Und das kann eine Frau und ein Mann selber lernen, genauso wie Übungen wie der Feueratem, wo die Frauen, die Männer lernen, sagen wir mal, in einer hohen energetischen Aufladung zu sein, die Bodenständigkeit des Körpers wieder mit Lebensenergie, die frei fließt und auch mit Liebe, Licht und Ausdehnung verbindet. Und das ist ja, was Menschen eigentlich suchen im Sex. Es ist ja dieses reduziert auf die Genitalien, das ist natürlich verständlich, aber was wir eigentlich suchen, ist auch immer eine Ganzkörpererfahrung, vielleicht sogar etwas, was uns den Hut vom Kopf haut und wir einfach in der Glückseligkeit sind und merken, alles ist verbunden, alles leuchtet und das ist das, was uns eigentlich dabei heilt. Hm. Und Orgasmus ist ein griechisches Wort und bedeutet letztendlich Antrieb auf Deutsch übersetzt. Und Sex gibt uns ja, wenn er so abläuft zwischen zwei Menschen, dass es beide erfüllt, dann ist das eine wahnsinnige Kraftquelle. Und die Praxis, also ich sage ja zu jeder Frau, du bist die Frau deines Lebens und zu jedem Mann, du bist der Mann deines Lebens. Und da gibt es eine Menge Übungen, wie die Frauen, die Männer die Dinge für sich alleine üben, praktizieren können, von ganz einfachen Sachen, sich ein Öl zu kaufen, den eigenen Körper abends einzuölen, den Selbstwert, der bei vielen Menschen chronisch beim anderen liegt. Also als Frau, wenn sie mit Männern ist, bei den Männern und als bei Männern ganz oft bei den Frauen. Das ist natürlich ein völliger Unsinn, das ist eine Verkehrung und es muss umgewandelt werden. Der Selbstwert, die Selbstliebe muss in uns stark sein, dass ich mich liebe. Jeder weiß natürlich, dass es gut wäre, sich selber zu lieben. Aber wenn wir mal ehrlich angucken, auch die uns zuschauen, wie oft ist unser Wert gebunden an wen auch immer gerade. Und wenn der oder die uns liebt, dann haben wir eine Daseinsberechtigung und sind wertvoll. Und das ist natürlich die lebenslange Konditionierung. Und allein das zu stoppen und zu merken, ich bin eine Königin, ich bin ein König, ich mache Atemübungen, ich halte mich im Arm, ich berühre meinen Körper auf eine bestimmte Art, ich bringe Bewusstsein in meine Genitalien, in mein Herz, in meine Brüste, in meinen Bauch, überall hin. Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangsposition für eine sinnliche sexuelle Begegnung als ein paar Bilder im Kopf und dann wird das 0815-Programm abgespult, was alles okay ist, das machen alle Menschen. Aber es gibt eben mehr zu lernen, mehr zu erforschen für die, die es wollen, sowas. Hm. Ja. Ja, und auch in unsere Kraft zu kommen, unsere Mitte zu kommen, ist es, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns erden. Wie fange ich da am besten an? Ja. Also da gibt es zum Beispiel mein YouTube-Kanal, Morgenübungen, Abendübungen, viele Dinge, ganz einfache schütteln, ganz einfache Sachen. Dann, sagen wir mal, so Meditationen wie die Kundalini oder die Kali-Meditation, wo die Menschen auch mit ihrer wilden, lebendigen Kraft in Verbindung kommen. Auch viel Tönen, viel Energie sitzt ja auch hier oder hier. Oder auch hier Schmerz oder im Bauch, also tönen, schreien, schütteln, so dass es Spaß macht. Manche, die mit mir den Weg gehen, machen eine Art von Kampfsport oder viele machen Sport, andere machen Yoga. Also je besser wir im Körper sind
umso leichter kann natürlich die Lebensenergie, die ja auch sexuelle Energie ist, fließen. Und da ist natürlich bei jedem Menschen ein bisschen anders. Die einen brauchen ein tougheres Programm. Zum Beispiel, ich habe mit den Männern viele Jahre, haben wir Winterbaden gemacht, jeden Tag. Da waren die Winter noch kälter. Da sind wir auch im Dezember, Januar, Februar immer da rein und danach gebrüllt. Und andere spielen halt Fußball oder was weiß ich. Also jeder muss halt was finden, wie der eigene Körper, sagen wir mal, wie ich mich gut fühle und nicht nur da oben diese kleine Stube, wenn überhaupt, besetze oder irgendwo und überall zwickt es. Nein, da hilft uns Yoga, da hilft uns viele Körperübungen, also schütteln, singen, tanzen, ganz einfache Dinge, wo ich einfach spüre, hey, ich bin hier. Sowas. Alles, wo man Energie richtig, auch richtig schön rauslassen richtig, kann. Richtig, richtig, richtig. Also auch tanzen. Ja. Genau solche Sachen. Die wichtigste Fähigkeit, hast du mal gesagt, in der Sexualität ist altes Wissen und Kommunikation. Mhm. Warum? Naja, schau. Das Wissen um den Kreislauf ist ja in unserer Kultur, da wird man ja fast ausgelacht, erstens. Mhm. Ich will nochmal sagen, eigentlich hat die Pornoindustrie bei vielen Menschen die Deutungshoheit übernommen. Und das ist natürlich verheerend, weil da sieht es ja immer so aus, die Leute sind geil, Probleme haben die gar nicht. Und dann läuft immer das gleiche Programm ab. Und das sehe ich ja jetzt bei meinem Sohn oder bei anderen. Im Männertraining sind ja auch junge Männer um die 20. Die sagen zu mir, naja, das hat mich sozialisiert. So habe ich über Sexualität gelernt. Und das ist natürlich, um es mal hart zu sagen, eine Katastrophe, weil eine Frau ist dann nicht gerade hoch angesehen, um es mal einfach auszudrücken, sondern eine Frau will dann immer. Und wenn sie nicht will, ist sie zickig. Und darüber wird ja auch gar nicht geredet, sondern es läuft halt so ab. Und es ist nicht Porno ist gut oder schlecht, sondern es ist eben ein sehr reduziertes Modell von Beziehung, von Begegnung, von Annäherung auch. Das wird ja alles gar nicht mehr dargestellt. Ja? Und da wieder mehr Weisheit, also wieder, was ist eigentlich, eine Frau will gesehen werden, eine Frau will gefühlt werden und dann öffnet sich ihr Schoß. Ein Mann will begehrt werden, anerkannt, auch das Gefühl haben, meine Königin, meine Liebste findet mich gut, dann kann er sich schon mal entspannen, dann merkt er, wow, die sieht mich, die will mich. Also wir wollen ja auch gewollt sein. Und wenn er dann noch spürt, auch sein Sex ist willkommen, dann öffnet sich sein Herz für die Frau. So, und dieses energetische Wissen und dann die Kommunikation, das ist ja manchmal mit den Paaren liegen wir am Boden und lachen. Wenn dann die Paare, wenn sie Vertrauen haben, nach 3-4 Tagen ehrlich sind, Mann, da reicht ein Wort, eine Geste, eine Bewegung, dann ist der Sex gelaufen und dann kommt der ganze Rattenschwanz, das, was wir alle kennen, von sich gekränkt fühlen, nicht respektiert. Ja, und da ich ja wirklich viel mit Paaren arbeite, höre ich das so oft. Liebe ist nicht das Problem der meisten Paare, sondern diese emotionale Verwundetheit und Verstricktheit, die die Menschen dazu bringt, dass sie ihr Herz und irgendwann auch ihren Schoß verschließen. Und deshalb haben viele Paare, wenn sie ehrlich sind, hinter den Kulissen gar nicht so oft Sex, sondern da ist einfach viel Stress, viel Anspannung, dann Kinder, viele Themen, existenzielle Themen, der Alltag. Und deshalb ist dieses Kommunizieren, also ich unterrichte ja auch gewaltfreie Kommunikation, wo es um Bedürfnisse, um Bitte, nicht du bist schuld oder ich bin schuld oder mein letzter Partner hat es viel besser gemacht, sondern diese Heiligkeit unserer Beziehung. Und dann spreche ich von mir, und Ich-Botschaften, und du von dir. Und dann sind wir Gefährten der Liebe und nicht, ich erkläre dir die Welt und es gefällt dir natürlich nicht, dann erklärst du mir die Welt und wie wollen wir uns dann noch nahe sein, wenn wir streiten und eigentlich uns voneinander entfernen. Also insofern ist für mich Kommunikation nicht Problemgespräche, sondern Kommunikation, die verbindet, das meist unterschätzteste Werkzeug, wenn wir über Sinnlichkeit, Sexualität und erfüllende Körperlichkeit sprechen. Ja? Also den anderen mitzunehmen. Ich meine, die Klitoris hat 4.000-5.000 Nervenendigungen, genauso wie der Eichelrand, die Eichelspitze. Dem anderen auch mal zu zeigen, wie möchte ich gern berührt werden. Viele sagen zu mir, ich will einfach nur gehalten werden. Ich habe diesen Leistungsdruck so satt. Also insofern ist in meiner Arbeit zum Beispiel mit Paaren auch ganz viel wieder diese Intimität aufbauen und so ganz einfache Dinge,
die wieder einen großen Raum öffnen, wo man gern zusammen ist. Viele haben Sex, obwohl sie eigentlich kuscheln wollen, obwohl sie eigentlich gehalten werden wollen, weil Sex für viele Menschen die letzte Möglichkeit ist, Hautkontakt zu haben. Und das ist natürlich eine Weile okay, aber es ist viel besser, in Anführungszeichen, wenn wir sagen können, hey, ich bin jetzt müde, der Tag war wirklich stressig, lass uns morgen oder übermorgen Sex haben, ich will einfach in deinem Arm liegen und dann ist es nicht eine Katastrophe, sondern dann weiß ich, meine Frau oder mein Mann ist aufrichtig. Und wenn es dann wieder passt, und es ist dann nicht erst im nächsten Sommer, wenn es dann wieder passt, dann werden wir es gut haben, weil wir beide Verantwortung für unsere Beziehung, unser Fühlen und auch unsere Sexualität übernehmen. Und allein das, dass ich dir nicht insgeheim sagen will, du machst es falsch und du müsstest so und so sein und du sagst es auch nicht zu mir. Das schmelzt auch die Anspannung, die durch diese Bilder, die wir alle haben, diesen hohen Leistungsdruck, ja, die fallen übereinander her in den Filmen, dann hoppeln sie zum Orgasmus, das ist ja eine Pseudowelt. So ist es manchmal, wenn es wirklich toll ist, aber oft ist es eben nicht so. Und da eine Menschlichkeit, eine Stimmigkeit reinzubringen, die den Funken der Erotik beschützt und auch immer wieder neu setzt. Ja, das müssen viele Menschen, dürfen viele Menschen wieder lernen. Ja. Warum fällt es uns so schwer, über Sexualität zu sprechen? Und wie sollte ich mich denn grundsätzlich auf Sexualität, sag ich mal, vorbereiten oder wieder die Verbindung suchen, die Verbindung finden? Und dann, du hast es auch schon angesprochen, fällt es ja auch schon vielen Eltern schwer, über Sexualität mit ihren Kindern zu sprechen, ne? Die auch wirklich aufzuklären. Das ist ja eigentlich schon traurig, wenn die Pornos schauen müssen, um überhaupt zu wissen, was sie da machen oder machen wollen oder wie auch immer. Aber warum fällt es uns so schwer, über Sexualität zu sprechen? Ich glaube, das ist das Erbe von vielen Jahrhunderten, vielleicht auch zwei Jahrtausenden. Ich meine, wir dürfen nie vergessen, wir haben von unseren Ahnen, die durch schwarze Pädagogik, durch totalitäre Systeme gegangen sind, durch den Absolutismus. Wir wissen ja alle, mindestens 7 Generationen wirkt das Erbe weiter, aber 1, 2, 3, 4 sicher. Das heißt, wir haben tonnenweise, wie mit der Muttermilch, diese Sexualfeindlichkeit übernommen, natürlich im Unbewussten hauptsächlich. Also Sex ist Sünde. Sex ist schmutzig, die Frau wurde aufgespalten in die Heilige und die Hure, der Mann wurde am Nasenring der Gier für Jahrhunderte über die Erde gezogen und all diese Dinge, das ist ein Erbe. Natürlich gab es dann die sexuelle Revolution 60er, 70er, 80er Jahre, aber darunter war immer und ist auch heute noch so ein gewisses Unbehagen, so was, darüber soll ich jetzt reden als Mann, dass ich Angst habe, manchmal keine Erektion zu bekommen oder zu früh zu ejakulieren, wenn es ganz schön ist, oder als Frau, dass ich nicht schnell genug feucht werde oder denke, ich müsste jetzt einen vaginalen Orgasmus kriegen, kriege ich aber nicht und dann spanne ich mich immer mehr an. Das muss gelernt werden und zu deiner Frage, warum ist es so, dass es uns so schwerfällt, ich glaube, dass die Verklemmtheit, die Sexualfeindlichkeit, die von diesem Konzept von Schuld und Sünde, und wenn du über die Erde guckst, auch in andere Kulturen, dann siehst du ja überall, Sexualität ist nicht oft mit Liebe verbunden, mit Weisheit, sondern an vielen Orten der Erde werden Frauen ganz klar unterdrückt. Aber was ich als jemand, der auch Männern den Rücken stärkt, genauso wie Frauen eben verstanden habe, wenn ein Mann eine Frau unterdrückt, ist er auch nicht glücklich. Das muss uns klar sein, sondern deshalb haben wir viele Rituale, wo Männer auf einer Seite stehen, die Frauen auf der anderen und wo sie in einem sehr tiefen Ritual sich würdigen, sich erkennen, sich auch das Gute ineinander wieder sehen und segnen und sich dann auch verzeihen für den Mist, den wir uns angetan haben, durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende und auch heute noch, wenn wir uns nicht erkennen. Und das ist der Punkt für mich. Es braucht Bewusstsein. Ich muss verstehen, ich habe nicht nur Sex mit einem Körper. Das ist der größte Irrtum. Jeder Mensch, der genug Sex hatte, kommt an den Punkt, wo ich spüre, ich habe Sex mit einem Wesen, einer Seele. Und jeder Mensch ist ja von etwas beseelt, wie wir das auch immer nennen. Nennen wir es jetzt mal Seele oder Wesen. Und in Wahrheit habe ich damit auch Sex. Und wenn ich nur Sex habe mit dem Körper, dann sagen Menschen früher oder später, ich fühle mich benutzt. Ich fühle mich nur, einfach benutzt. Weil mein tieferes Wesen, was ja ein fühlendes, empfindsames Wesen ist, nicht auch sich gemeint, angenommen,
angesprochen und umarmt fühlt. Und deshalb, sagen wir mal, ist es so wichtig, dass wir Menschen beibringen, den anderen zu erkennen, auch als, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich auch die Seele durch deine Augen, dann sehe ich dein Wesen. Das ist ja letztendlich das, was deinen Körper überhaupt erst in der Form hält. Und da unsere Kultur überall nur an Materie glaubt, glaubt sie natürlich im Sex auch in erster Linie an den Körper. Und es ist natürlich okay, der Körper hat Sex, das soll ja auch so sein. Nur die Seele soll auch dabei sein, das Gefühl und das Herz. Und das dürfen wir wieder lernen. Dürfen wir wieder lernen in unseren auch Umbrüchen, Trennungen, Frustrationen, in unseren Partnerschaften, wo der Sex hakt oder gar nicht mehr stattfindet. Eben nicht zu denken, meine Frau ist schlecht, die müsste ich austauschen, ich müsste mit der und der sein. Oder als Frau denke ich, nee, mein Mann ist nicht richtig, ich müsste mit dem und dem sein, da wäre alles besser. Kann sein, dass das am Ende eines Prozesses manchmal eine Trennung braucht, aber erst gibt es viele Dinge zu lernen in der Kommunikation, in der Berührung, in dem Wissen, in dem Aufbau der Intimität und auch dann in der direkten Sexualität. Wie passt es für beide, dass es wirklich erfüllend und ekstatisch sein kann oder auch still und einfach nur tief berührend? Mhm. Ja? Neben den ganz persönlichen Traumata, die du ja auch schon angesprochen hast, von sexueller Gewalt, steht ja vor allem auch das kollektive Wunden bei einer unerfüllten Sexualität. Was verstehst du unter einer kollektiven Sexualität oder Wunden? Also, ich meine, es ist ja klar, wir haben zum Beispiel lange Zeit eine Gruppe gemacht, da waren erst die Frauen 3 Tage unter sich und dann die Männer und die Männer auch. Und dann waren die sehr tiptop vorbereitet. Die Frauen in ihrem Kreis der Schwestern, die Männer als Brüder, stark in ihrem Lot, gut geerdet und verwurzelt in ihrer Liebe und auch mit den 2 heiligen Wesen, Schoß und Herz, und auch in ihrer Männlichkeit und Weiblichkeit wirklich gut verbunden. Und dann haben die sich getroffen in einem Ritual, standen eben sich gegenüber. Und dann diese tiefe Wertschätzung, die Bereitschaft, die Jahrtausende von, ich meine, Frauen wurden unterdrückt, Frauen haben viel Leid erlebt von Männern, das lässt sich nicht bestreiten. Aber es hat eben keinen Sinn, das habe ich dann auch gemerkt nach einer Weile, wenn die Männer immer nur im Büßergewand jetzt über die Erde laufen, sondern die allermeisten Männer sind ganz tolle Männer, die eigentlich lieben wollen. Und da kommen wir ja später noch dazu, was eigentlich aus der Männlichkeit geworden ist. Aber natürlich ist es klar, wenn man Geschichte einigermaßen gerecht betrachtet, dass die Unterdrückung der Frau durch das Patriarchat natürlich tiefe kollektive Wunden geschlagen hat und auch heute noch schlägt an vielen Orten der Erde. Und gerade deshalb war es schon, als junger Mann fing ich ja schon mit dem Männertraining an, da war gerade die Mauer offen, da habe ich gemerkt, man muss den Männern den Rücken stärken, nicht, dass sie die Bettvorleger ihrer Frauen werden, sondern dass sie eine selbstbestimmte Form von Männlichkeit finden, die ihre Männlichkeit ehrt und feiert und die aus ihrer Kraft und Liebe ihre Frauen auch als Königin sehen können, als eine selbstbestimmte, eigenständiges, wunderbares Wesen. So, und die Heilung dieser uralten Wunden, da haben wir oft geweint, manchmal der ganze Raum geweint, 50, 60 Menschen, wenn die Frauen von ihren Schmerzen erzählt haben, wenn sie sich benutzt fühlen, wenn sie sich übergangen fühlen, einfach nur als Körperöffnung. Aber wenn als die Männer von ihrem Leid gesprochen haben, ja, wenn ich keine Erektion bekam, ausgelacht worden zu sein oder irgendeinen Spruch, du bringst es ja offensichtlich nicht, oder dass sie gar nicht zum Zug kommen. Viele Männer haben das Problem, dass sie einfach nicht zum Zug kommen. Deshalb greifen sie nach Pornos oder gehen in Puff oder was weiß ich wohin. Das ist ein Leid der Männer. Deshalb sind sie nicht schlecht. Und wenn dann die Frauen gehört haben, was das Leid der Männer war und ist, und die Männer haben gehört, was das Leid der Frauen ist, also persönlich, aber auch im Größeren. Ja, das hat uns manchmal, auch jetzt, wenn ich das sage, kriege ich eine Gänsehaut, weil jeder im Raum hat verstanden, Schuld bringt uns keinen Schritt weiter, sondern wir müssen uns erkennen, müssen uns zuhören, nicht schuldig machen. Und dann in diesem Zuhören ist oft so, wächst ein größerer Raum, wo ich als Mann verstehe, was eigentlich eine Frau sich wünscht und auch meine Frau. Und wo ich als Frau verstehe, was eigentlich das Leid meines Mannes ist und was ein Mann sich wünscht und auch mein Mann. Also es hat viel mit Vergebung zu tun, mit Aufrichtigkeit und vor allem mit sich verletzlich machen. Auch meine Schwäche, meine Angst, meine Wunde zu zeigen und zu erleben, wie es mein erster Tantra-Lehrer zu mir sagte.
als ich zu ihm sagte mit 25, Mann, manchmal habe ich Angst, keine Erektion zu bekommen, oder wenn es ganz geil ist, zu ejakulieren, dann sagte er zu mir, und das habe ich nie vergessen, das habe ich schon so oft erzählt, Frank, was wäre, wenn dein manchmal nicht so funktionieren, wie dein Kopf es will, kein persönlicher Makel wäre, den du verstecken müsstest, sondern eine tiefere Tür zu deiner wahrhaftigen, stimmigen Form von Sinnlichkeit und Sexualität. Und so sehe ich sogenannte Störungen oder Herausforderungen von Menschen. Es ist kein Makel, sondern es ist etwas, was uns tiefer nach innen einlädt, die Wesen wirklich zu fühlen, mein Herz, mein Schoß, mein Bauch, mein Körper, und daraus eine authentische, selbstbestimmte Form zu finden, allein und auch gemeinsam. Und dann kann auch die Dinge wieder heilen. Die zum Beispiel viele Wunden werden auch in der Pubertät geschlagen. Ich habe oft, es wird in der Therapie ganz oft unterschätzt. Die Menschen denken immer, unsere emotionalen Wunden kommen aus der Kindheit. Vielleicht Mutterleib, vor der Geburt, Geburt, nach der Geburt und Kindheit. Stimmt natürlich. Aber ich habe mit Staunen irgendwann begriffen, in der Pubertät sind viele ganz unbeholfen. Ich letztens war zum Beispiel in meiner Ausbildung, drittes Jahr, in einer bestimmten Übung, weinte eine Frau, wirklich eine bildschöne Frau, die sagte, ja, ich spüre so diesen Schmerz als junge Frau, 13, 14, dass ich niemand fragen konnte, dass ich mich so hässlich, so unbeholfen gefühlt habe. Und sie sagten, es kommt immer heute noch an bestimmten Stellen in meiner Beziehung hoch, obwohl der Mann, der auch im Raum war, diese Frau wirklich liebt. Und ich kenne das von vielen Männern, die 13, 14, 15 keine Ahnung hatten, wie sie sich da annähern sollten. Das heißt, dort liegt auch ein Teil der Unbeholfenheit, die wieder heilen möchte, verstanden werden möchte und dann, wie alle Seelenanteile, wieder integriert natürlich. Hm. Ja. Wenn ich jetzt persönliche Verletzungen, Schmerz habe, Täuschung oder auch durch sexuelle Gewalt, was kann ich dann am besten tun, um das zu verarbeiten? Also da finde ich, in meiner Arbeit, in der Ausbildung gibt es zum Beispiel EMDR. Das ist eine sehr gute Art, Traumata langsam aufzulösen, abzubauen. Vielleicht die beste, die wir in der Körperpsychotherapie haben im Moment. Es ist von Francine Shapiro entwickelt worden. Es arbeitet mit den Augenbewegungen und im Gehirn. Ein Trauma ist ja letztendlich die unverarbeitete Erinnerung an etwas, was mich überwältigt hat. Ob es jetzt sexuelle, körperliche oder andere Gewalt ist oder ein Schock. Und wenn wir endlos darüber reden, das haben viele erlebt, das baut es ein bisschen ab. Aber es macht nicht wirklich, dass es heilen kann. Und zum Beispiel EMDR oder andere Werkzeuge meiner Arbeit, wie der Februarmann, die mehr mit Hypnotherapie arbeiten, haben die Kraft, diese alten Traumata, die dann Menschen irgendwann Dinge vermeiden lassen und ihr Raum wird immer kleiner, weil sie Angst haben und sich fast nur noch beschützen. Das kann zum Beispiel durch solche wirklich sehr guten und auch sehr ethischen Methoden, weil die Menschen da immer die Kontrolle haben. Wenn es zu viel wird, können sie jederzeit sagen, stopp. Und das muss jeder, der ein Trauma hatte oder damit arbeitet, wissen. Das ist eine ganz feinfühlige Arbeit, die Menschen zu verstehen und sie langsam da durchzuführen. Und ich arbeite am liebsten mit EMDR und dem Februarmann. Und ansonsten braucht es oft auch Körperarbeit. Die Traumen setzen sich auch in bestimmte Bereiche des Körpers. Und da langsam wieder hinzuatmen, dort wieder Gefühl reinzubringen und Anwesenheit. Es braucht oft die Arbeit mit dem Körper. Also diese drei Dinge, Körperarbeit, EMDR und der Februarmann. Und da habe ich schon eine Menge Menschen erlebt, die auch handfeste, wirklich tiefe Traumen begonnen haben aufzulösen und auch ganz aufgelöst haben. Ja, das können wir heute. Da hat die Psychologie und die Psychotherapie und die Körperpsychotherapie die letzten 40 Jahre unglaublich tolle Werkzeuge entwickelt. Ja, das können wir. Ja, Franz Ruppert hat ja auch mal gesagt, wir leben in einer traumatisierten Gesellschaft. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, oft sind es ja gar nicht unsere eigenen Ängste oder unser eigenes Trauma, sondern wir haben es von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern weiter vererbt bekommen und sind automatisch mit diesen Ängsten groß geworden. Und es ist natürlich auch menschlich, wir alle haben Gedanken, Ängste in einer Beziehung, in einer neuen Partnerschaft. Und ich habe mal 5 Ängste zusammengetragen. Das ist zum einen die Angst, den anderen zu verlieren. Die Angst von sexueller Enttäuschung. Die Angst, verlassen zu werden. Kennen, denke ich, auch sehr viele. Die Angst, betrogen zu werden. Und natürlich die Angst vor dem Erkalten der Liebe. Wie gehe ich denn mit solchen Gedanken um und was sagen mir diese Ängste? Also es ist ja vielleicht
die größte Tragödie ist, dass unsere Kultur ganz wenig über Gedanken und Gefühlsenergie weiß. Es ist ja, letztendlich ist ja jede Form, also dein Körper, mein Körper, ein Haus, ein Auto, ein Flugzeug, ist ja Geist. Und in unserer Kultur, das sehen wir ja jetzt im Moment auch, wir werden seit 8, 9 Monaten vollgeknallt mit Angst und noch mehr Angst. Das heißt, es ist ja eine wahnsinnige Traumatisierung. Und was ich mache, und für die Menschen, die uns zuschauen, wenn ich merke, dass ein zweifelnder, sogenannter negativer Gedanke kommt, dann merke ich das sofort. Und dann mache ich das Gleiche wie beim Computer, wenn ich mich verschrieben habe. Ich sage sofort laut, wenn ich es kann. Und wenn viele Menschen da sind, ich kann es nicht, sage ich es leise. Lösche, lösche, lösche. Dann lösche ich das sofort. Ich lösche es sofort, den Gedanken. Das ist das Erste. Das mache ich ganz oft. So bin ich immer frei von, ah, das kannst du nicht, das weißt du nicht, da bist du zu blöde, da bist du nicht dies genug. Lösche, lösche, lösche. Und das Zweite ist, das bringe ich allen meinen Schülern bei und ist auch bei mir so, an meiner rechten Seite ist immer das heilige Feuer der Vergebung und der heilenden Liebe. Und wenn es was Stärkeres ist, wo ich merke, das hakt jetzt, dann spüre ich einen Moment, okay, was ist jetzt die Angst? Also in der Verlassenheit. Vielleicht ist es die frühkindliche Erfahrung mit der Mutter, die nicht da war. Oder was ist jetzt die Angst, wieder überwältigt zu werden, weil jemand verprügelt, geschlagen wurde oder missbraucht. Dann spüre ich diesen Moment, nehme es in meine Arme, weil es ist nicht nur schlecht. Und dann spüre ich, und das bringe ich auch meinen Menschen bei, was ist eigentlich die tiefere Botschaft? Und die ist ganz oft mehr Liebe zu uns selber, mehr Selbstkontakt, uns jetzt nicht zu verlassen, sondern uns lieb zu haben. Also ich ernte das Gold, den Ruf, die Weisheit in der Angst, was ich enorm wichtig finde, weil daraus wird wirkliche Weisheit geformt aus wenig anderen Dingen. Und dann gebe ich die Form dem heiligen Feuer. Also das ist meine Empfehlung an alle, die uns zuschauen. Sofort lösche, 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 weil sonst fängt der Mist an und so weiter. Wenn es stärkere Sachen sind, dann spüre ich einen Moment, okay, da ist wieder diese uralte Angst, verlassen zu werden, einsam zu sein, keine Daseinsberechtigung zu haben. Hey, was willst du mich lehren? Ja, dass du endlich spürst, Gott ist in dir, die Liebe, das Licht. Mehr kannst du nicht bekommen, du hast schon alles. Dass du dich lieb hast und darauf vertraust. Ja, und dann gebe ich die verbliebene Form dem heiligen Feuer. Und das mache ich jeden Tag. Und das ist manchmal richtig erhebend, erleuchtend, weil ich dann lange in der Gegenwart bleiben kann. Und es stärkt auch meinen Humor, weil ich dadurch gelernt habe, dass ich nicht jedem Mist noch stundenlang nachhängen muss, in der Hoffnung, es gibt goldene Eier. Nein, es gibt meistens keine goldenen Eier, sondern Depression, Niedergeschlagenheit, Minderwertigkeit, Selbstzweifel und sonst nichts. Ja, sehr schön. Viele kommen ja auch an den Punkt, wo sie ihren Partner, sag ich mal, ja, nicht mehr attraktiv finden, sich nicht mehr einlassen können, sich gegebenenfalls bedrängt fühlen. Was ist an dieser Stelle ratsam? Mhm. Also, das ist ja in der Arbeit mit Paaren oft das Thema, habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass der Sex einschläft und auch ist so ein bisschen Mami, Papi und die Pantoffeln und so. Und da habe ich schon so oft mit so vielen Paaren erlebt. Mein Bild für Paare ist, das Bild des Dichters Khalil Gibran, zwei Säulen, die ein Dach tragen. Und viele Paare verlieren in einer langen Partnerschaft, wenn da noch Kinder da sind und all die anderen Themen, auch die Spannung. Sie sind zu sehr verhakt durch die ganzen Alltagsthemen. Und dann brechen sie aus und haben sie eine Affäre oder machen irgendwas. Aber die Wahrheit ist eigentlich in der Mitte. Oft reicht es schon, wenn die Frau wieder mehr zu sich zurückkommt. Nicht jede Frau will gleich aus der Beziehung oder jeder Mann. Aber es ist eben zu verhakt und es belastet den Sex, die Nähe. Und deshalb ist es erstmal nötig, dass wieder zwei Säulen ein Dach tragen, also dass die Frau ihren eigenen Raum, ich arbeite auch sehr stark mit Grenzen, die Liebe, die Intimität wird oft überlagert von vielen kleinen und großen Kränkungen, Grenzverletzungen, gefühlten Missachtungen. Und so sage ich zu den Paaren, hey,
du musst einen eigenen Raum haben. Du musst dort, wo du lebst, nicht unbedingt ein eigenes Zimmer, nicht alle können ein eigenes Zimmer haben, aber das ist ja auch was Inneres, dass ich lerne, Nein zu sagen, respektvoll, und den anderen trotzdem einlade und sage, aber morgen Abend, oder nee, jetzt will ich nicht sprechen, aber morgen früh, wenn die Kinder, was weiß ich. So, das wieder zu lernen, der Mann muss der Mann seines Lebens sein, sonst ist die Tendenz, dass er seinen Frust auf seine Frau projiziert, natürlich sehr hoch. Und umgekehrt genauso, wenn die Frau ihren Glanz verliert, ihr Königinnen sein, ihre Würde, dann wird sie natürlich, und da haben wir so oft gelacht, viele sind ja in einer Beziehung, sage ich oft, mit einem Augenzwinkern, weil dann die Schuldfrage geklärt ist. Also dann ist natürlich mein Partner schuld. Und wenn die Frau aber wieder sich liebt und spürt und eine Königin ist und ihren eigenen Raum bewohnt, und der Mann macht es auch. Also das geht natürlich nicht, wenn es nur einer macht. Das haben wir ja schon 100-mal gesehen. Wenn es beide machen, dann ist immer wieder. Ich meine, zum Beispiel letztens beim Paartraining, da war ein Paar, der Mann war 81, die Frau war 78. Und die beiden haben nochmal ihre Liebe ganz neu entfacht. Also ich habe da schon so viel tief herzberührende Wunder erlebt, dass ich weiß, es ist nie zu spät, dass ein Paar noch mal neu anfangen kann. Es geht nicht immer, ja, das wär auch unseriös zu sagen, aber ganz oft ist nicht alles ausgeschöpft und die Menschen wissen nicht genug, wie sie den Funken, ich meine jetzt Erotik, aber ich meine auch Liebe im Herzen und auch diese Würde wieder, dass ich weiß, meine Frau ist nicht mein Privateigentum und mein Mann auch nicht, sondern jeder Tag mit meiner Frau, mit meinem Mann ist ein Geschenk. Und niemand weiß, alle, die schon mal am Sterbebett eines lieben Menschen standen, wissen, irgendwann endet alles auf der Erde, jede Form. Und am besten, ich lerne wieder, für jeden Tag dankbar zu sein in meinem Leben und auch für meine Frau, für meinen Mann. Und dann kommt wieder dieser Respekt, dieses, du bist nicht selbstverständlich, sondern es ist ein Geschenk, dass du da bist und dass ich da bin. Hm. Ja. Warum fällt es uns denn in der Gesellschaft so schwer, dem anderen Geschlecht zu vergeben? Ja, das ist immer noch so ein Kampf der Geschlechter, finde ich. Also ja, weil das Persönliche, die persönliche Gekränktheit, dieses, also erstmal ist in den meisten Menschen so eine ruhige Melodie von ich bin nicht gut genug. Das ist die größte neurotische Wunde unserer Kultur. Das kompensieren wir mit Kleidern, Auto, Äußerlichkeiten. Und dahinter, das habe ich so oft gesehen mit den schönsten, erfolgreichsten Menschen, wo ich erschüttert war am Anfang, ist immer dieser Zweifel an uns selbst. Und das ist eigentlich das Erste, dass ich lernen muss, dass mein Wert nicht von der Welt abhängt, sondern dass mein Wert unantastbar ist. Eigentlich ist das Grundgesetz toll. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bringt es genau auf den Punkt. Und das müssen wir wieder fühlen in uns, dass meine Würde nicht von deiner Zustimmung oder Ablehnung abhängt und deine Würde nicht von meiner Zustimmung oder meiner Ablehnung. Und dann brauchen wir eine Kultur von aufrichtig die Dinge zu bedauern, dass ich sagen kann, wenn ich einen Fehler mache, hey, ich habe Mist gebaut gestern oder vorhin. Es tut mir leid und es bricht mir dann kein Zacken aus der Krone, sondern du bist auch bereit, wenn du siehst, ich will etwas daraus lernen, dass du mir dann vergibst. Weil in Wahrheit vergeben wir uns nur selbst. Also diese Art von Vergebung, ich sage, ich vergebe dir, aber ich merke mir noch 5 Jahre später, was du damals gemacht hast, das ist keine Vergebung, sondern Rechthaberei. Und wir brauchen wirkliche Vergebung. Und das ist etwas, dort, wo Vergebung geschieht, entsteht ein heiliger Grund der Liebe für ein Paar, für eine Kultur, für Bevölkerungsgruppen, für Nationen. Vergebung ist das, was wir im Moment mit am wichtigsten brauchen. Überall ist Rechthaberei, überall ist gegen, Urteil, Bewertung. Und das vergiftet. Und deshalb, wir müssen sehen, alles ist vom Heiligen beseelt. Alle Wesen sind Wesen der Liebe. Religion, Politik kommt erst danach. Jeder, der mal ein Neugeborenes im Arm hat, hat gespürt, wow, das Leben ist heilig. Und die kulturelle Prägung kommt erst später. Und zu dieser Unschuld in uns dürfen wir wieder zurückkehren. Und dann kann ich leicht zu dir sagen, hey, klar, du warst halt wütend oder du hast es nicht so gemeint. Und dann kann ich dir vergeben oder du mir. Und dann kann alles wieder neu sein. Die Unschuld ist wieder da. Wir können glücklich sein. Was eigentlich das Grundanliegen einer Beziehung ist. Ist und sein könnte. Ja, vor allem die Vergebung, sich selber zu vergeben, ne? Das ist ja immer die schwerste Art der Vergebung. Ja.
Genau. Ja, absolut. Da sollten wir vielleicht einfach mal anfangen. Eine letzte Frage noch, ein letztes Thema. Polyamorie, für manche ist es ein Tabuthema, viele andere leben das schon. Was hältst du das davon und kann das wirklich funktionieren? Naja, es ist wie, was ich am Anfang gesagt habe. Es hängt von der Phase des Menschen ab. Also wenn jetzt jemand 30 Jahre in der Ehe war und dann ist eine Trennung, eine schmerzhafte. Und wenn dann jemand sagt, ja, nee, jetzt, du sollst dich nicht ausprobieren, ist ja völliger Schwachsinn. Wenn jetzt aber jemand 80 Beziehungen hatte und will dann treu sein und dann kommt das Konzept der Polyamorie, dann ist das für diesen Menschen wahrscheinlich nicht das Richtige. Also das ist ja, was ich immer sehe, auch bei uns im Haus Lebenskunst oder an anderen Orten, wo ich bin. Die Dinge, Modelle werden abstrakt diskutiert. Also wenn ich Polyamor bin, ist alles gut. Und dann bin ich nicht treu und wenn ich oder umgekehrt, das ist für mich Unsinn, sondern die Konzepte haben alle ihre Bedeutung und ihre Berechtigung, aber sie müssen zu einem Menschen in ihrer bestimmten Lebenssituation passen und dann haben sie ihren Sinn. Aber zu glauben, dass irgendein Konzept meinen Arsch rettet, das ist einfach, also das habe ich wirklich gelernt. Ich bin genug Konzepten nachgerannt und habe dann jedes Mal gedacht, naja, okay, war jetzt die gute Erfahrung oder auch manches nicht so, aber daraus kommt ja nur das eigene. Das heißt, natürlich müssen wir Dinge ausprobieren. Aber jetzt zu glauben, das macht mich dann dauerhaft glücklich oder die Treue macht mich dauerhaft glücklich, das wissen wir alle, dass das nicht stimmt. Und deshalb muss das natürlich zu meinem Lebensabschnitt, zu meiner Reifegrad passen. Und dann kann Polyamorie was Tolles sein. Und daneben habe ich oft erlebt, es braucht eine enorme emotionale Reife, die nicht viele Menschen haben, es auszuhalten, wenn ich weiß, meine Frau, mein Mann ist jetzt bei unserem dritten oder vierten Partner. Also diese emotionale Reife habe ich nicht bei vielen Menschen gesehen. Die braucht es aber, dass es nicht früher oder später im Namen der Freiheit noch tiefere Verletzungen gibt. Umgekehrt ist es natürlich auch wahr. Viele Paare sind in diesem Gefängnis der ewigen Treue gefangen und sind damit auch nicht glücklich. Das ist das Modell unserer Eltern und Großeltern zum Teil. Wenn die Treue echt ist, und sie will von beiden gelebt werden, dann ist es natürlich großartig. Aber es kann natürlich leicht passieren, dass es nicht mehr stimmt. Und dann habe ich diese Fantasien und klemme mir das ab. Oder irgendwann klemme ich es mir dann wahrscheinlich nicht mehr ab. Also ist es da auch eine Frage von Kommunikation mit mir selber. Wie wichtig ist mir etwas? Und dann natürlich auch mit meiner Partnerin, meinem Partner zu sehen, was stimmt noch in unserer Beziehung? Was ist noch unser Common Ground, unser gemeinsamer Grund? Und was möchte ich vielleicht ausprobieren oder öffnen, was auch ganz viel Fingerspitzengefühl braucht, was aber möglich ist. Aber das allein das Modell ist nicht das allein Seligmachende, niemals. Sondern es ist immer unser Gefühl dazu, unsere Verbindung mit unserer wirklichen Lebenssituation und auch unserer Beziehungsreife und wo wir wirklich jetzt gerade sind. Und dann kann es passen oder ich entscheide mich für ein anderes Modell. So ist meine Erfahrung mit ganz vielen Menschen darüber. Und noch zum Schluss, ich habe gebraucht viele Jahre, bis ich begriffen habe, Freiheit, und wir waren ja alle Apostel der Freiheit, freie Sexualität, freies Leben, bis ich gemerkt habe, Freiheit ist erst dann, wenn ich auch Nein sagen kann zu einem Reiz. Ich dachte immer, Freiheit ist, wenn ich jedem Reiz nachgehe. Und das hat uns natürlich damals interessiert. Und das war ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich weiß noch, Leute, wo ich da stand, dachte, hey, musst du jetzt diesem Reiz nachgehen? Du kannst auch sagen, ja, das ist eine schöne Frau, aber ich bin lieber mal bei meiner Frau. Also Freiheit ist nicht immer nur Ja oder nur Nein, sondern frei sind wir dann, wenn wir wählen können und auch die Souveränität haben. Das ist mir bei dem Umgang mit bestimmten Modellen unglaublich wichtig, weil sonst sind wir auch fremdbestimmt, auch im Namen der Freiheit oder auch im Namen der Treue. Und wenn ich eins gelernt habe, ich will Menschen darin zu unterstützen, dass sie das, was sie sind und das, was sie frei wählen, auch leben und verkörpern können. Vielen Dank, Frank, für dein Wissen, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. War sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wir sehen uns bald wieder. Dankeschön. Ich sehe dich, wollte ich dir noch sagen. Und ich liebe dein Engagement mit dem, was du hier machst. Schön. Und ich danke dir sehr für unser wirklich tolles, interessantes Gespräch. Danke dir sehr, Jana. Danke dir. Und auch allen euch, die ihr zuschaut.
weiß jetzt nicht in welche Kamera, wunderbar, dass ihr uns so konzentriert und du uns so konzentriert zuhörst. Danke. Danke. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Interview gefallen hat, lasst uns doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr unseren Kanal mögt, gerne könnt ihr uns abonnieren oder auch eine Spende hinterlassen. Wir sagen schon mal vielen Dank und in diesem Sinne bleibt gesund.